habe. Muss man schauen, ob das... ich will schon eine Weile zocken, wenn es geht. Weil das ist jetzt das Game, was ich mir ausgesucht habe aus den 5 oder 6 Games, die zwischen 20. und 22. rausgekommen sind. Und ich musste mich halt für eins entscheiden. Hatte mich ja, wie schon erwähnt, für ein anderes entschieden. Hab aber das aber dann zurückgegeben, weil es Psychose war, noch ein Survival-Spiel. Affix ist einfach genau das wie bei WoW, oder? What the fuck, Alter? Wenn diese Schützen auf einmal alle schießen, bin ich einfach weg. Wie soll ich denn diesen Schützen hier ausweichen? Boah. Ach so, mein Headset sagt mir schon Low Battery, muss ich wieder wechseln. Ja, so geht das echt hier. Aber das war jetzt ultra geil mit dem Filter. Der Filter hat mir halt angezeigt, hey, das Item musst du nehmen. Das war riesengroß. Oh, scheiße, ich habe meine normale Gestalt. Ich werde sowas von sterben gleich. Ich halte da nichts aus. Weg. Boah. Wenn man dann die Sense hört, wie sie schneller wird. Nach dem Porten. Deswegen kurz weg, wieder hinporten. Yo, geil. Geil, geil, geil. So, dann schauen wir mal. Bla, bla, bla. Egal, weiter geht's. Oh, 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 oh. So, ich bin auch gewohnt, den Fluch anzuwenden. Den brauche ich jetzt so direkt nicht mehr. Wenn ich porte, ist der Fluch halt direkt da. Ich habe Speedbuff. Hier nicht. Schau mal, da ist auch so ein Golem. Nur den gleich, den ich auch habe. Zack. Und zack. Hast du schon das Item, Hiroka, was man braucht, um mit einem Twink zu skippen oder abzukürzen die Story? Im Endeffekt sollen sie machen, was sie wollen mit Diablo 4. Machen sie schlechter. Machen sie es halt schlechter. Machen sie es besser. Machen sie besser. Ist das scheißegal. Sollen sie machen, wie sie wollen. Oh. Sollen sie machen, wie sie wollen. Ich werde das auf jeden Fall mal probieren. Hey, und wenn das hier mein Einstieg ins Hack and Slay ist, lass es doch sein.
Ich brauche meistens öfters so ein Parallelgame, was ich gut finde, bevor ich dann vielleicht ein anderes spiele oder so. Das war ja bei Baldur's Gate 3 auch. Baldur's Gate 3 war mein Einstieg in die, wie nennt man sowas? Roleplay-Game, RPG-Gedönse, kein Plan, irgendwie ist alles RPG heutzutage. Und, ja. Und dann habe ich mich halt daran getaut und fand's gut. Ich weiß doch nicht genau, wie ich das mit dem Splittern machen soll. Gibt man die erst beim Max-Level aus, oder? Das glaube ich, es wird nichts bringen, jetzt irgendwelche Items zu erhöhen. Alter, was, wie viel Wert hier plus sind? Erhöht nekrotischen Schaden, erhöht. Ich glaube, das ist schon gut. Aber Ausdauerwelle ist weniger. Aber Dienerschaden? Nee. Brauche ich nicht. Ja, und das machen sie ja mit Absicht, weil die Zahlen sinken und also schwanken extrem. Hat man ja gesehen, als Overwatch bei Steam auf einmal kam. Da haben sie die Spieler den Frust rausgelassen. Und das würden sie so in jedem Game machen. Deswegen hat, glaube ich, Steam als einzige Plattform ein Bewertungssystem. Weiß, kann ich nicht hundertprozentig sagen, ich glaube schon. So ein richtiges Bewertungssystem. Wenn Spiele da kommen, oha. Ob es jetzt immer berechtigt ist, bin ich mir nicht sicher, weil die Spieler ranten dann immer und tun halt alles Mögliche, da sie ihren Frust rauslassen. Natürlich scheiße finde, aber einige Sachen, die dann da stehen, sind schon berechtigt. 12 Millionen Spieler, ich weiß. Weil du 2008 geschrieben hast, habe ich gleich gesehen, habe ich gleich an das gedacht, klar. War ja auch Beste. Kann man ja sagen, war ja auch super. War auch berechtigt. Es war aber die Zeit, wenn jetzt sowas rauskommen würde, was es ja auch nochmal ist, ist es nicht mehr so gut. Weißt du? Es war einfach die Zeit. Oh mein Gott, dieser Damage, der wieder reinkommt, leckt mich doch fett. Ich muss da raus. Ich habe keinen Haltdrang mehr. Ich tick runter. Blip, 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 ich tick runter. 12, 24, 20. Boah. Alter. Das war verfickt nochmal knapp eben. Irgendeine Scheiß... Oh, hier ist ein Sensenmann. Rachsüchtig, unsterblich, Aufseher der Schatten. Ja, yeah, na klar. Na klar. Ja, die Nostalgie carried ja auch so ein bisschen bei den ganzen Classic-Dingern. Nur wenn man das halt dann ein bisschen spielt, realisiert man dann, es ist nicht mehr zeitgemäß. Obwohl ich dieses Season of Discovery ein bisschen angetestet habe, weil es war immer das, was ich mir gewünscht habe. Altes Spiel mit modernen Spells, aber es war der falsche Zeitpunkt im Leben für mich, sag ich mal. Das ging zu der Zeit einfach nicht. Was soll ich sagen? Es war einfach der falsche Zeitpunkt für mich. Und es war halt trotzdem ziemlich langweilig, da alleine zu leveln. Ich hab's da nicht lang gespielt. 3 Stunden. Oder 4 Stunden. Fertig. Ziemlich öde. Was
Was zum Teufel ist das eine scheiß Wirbel um dem herum oder was? Auf jeden Fall war das eine gute Idee, alt und neu zu vermischen. Das ist schon nice und endlich mal diesen Stock aus dem Arsch bekommen, weißt du? Endlich einen Stock aus dem Arsch bekommen, Hashtag No Changes. Du brauchst in einer anderen Zeitepoche, weil wir schon bei Last Epoch sind, brauchst du einfach Changes, damit das Spiel angenommen wird. Früher war Quake und OT ein Riesending und heutzutage gibt's nur noch Valorant und Fortnite. Weißt du, solche Spiele wie früher gibt's da gar nicht mehr. Oh oh. Boss? Nee. Hidden so close. The way she talked, I thought she hated the temple. Fünf Prozent der Gesamtcommunity spielen auf Steam. Was ist denn DIV? Betritt das? Ich will aber nicht. Aber Angst. Ach so, DIR. Okay, ich verstehe. In der 4. Alles klar. Gott. Immer diese Jugend heutzutage und ihre Abkürzungen. LOL. Durchgang mächtige Siegel. Oh, ich darf rein. Heim des Orakels. Ich habe zuerst Helm gelesen. Ich bin beim Helm des Orakels angekommen. Main. Sprich mit dem Orakel. Jo, lass mich erstmal meine Tasche sortieren. Ja, keine Ahnung. Erhöht, was weiß ich. Ja. Nee. Oh, das ist wieder so ein Ding. Nee, weiß ich nicht. Ja, was weiß ich, ich verkaufe doch alles. Can I help you? Ja. Alter. Erzähl mir halt, lass mich doch. Einkaufen, jetzt. Ach du Scheiße, verkaufst du Obst? Was ist mit dem? Was über was reden die da? Verkaufst du Obst? So, dann haben wir den Mist hier verkauft und dann schauen wir mal hier. Dem müssen wir nicht reden, trotzdem rede ich mit dem, ich bin nett. Wir müssen mit dem Orakel reden. Das ist eine scheiß Schlange, Alter. Das war nur von der Range, danke für die Hilfe, bitte, danke. Okay, weiter geht's. Also mein Spiel des Jahres ist bis jetzt immer noch Paul World. Das war für mich das beste Spiel der letzten 10 Jahre. Was Survival angeht. Tu mal in Survival-Kategorie unterordnen. Das ist für mich eigentlich der Ersatz für Ark gewesen. Brauchen wir kein Ark 2 mehr, haben wir Paul World. Das fand ich ultra geil. Und mich hat schon lang kein Spiel mehr so abgeholt. Ich konnte teilweise eintauchen. Ich konnte einige Problemchen und Wehwehchen vergessen. Und das passiert so gut wie nie. Hier auch nicht, also überhaupt nicht. Also wenn ich hier das Spiel, kann ich halt über 1000 Millionen Sachen nachdenken währenddessen. Auch wenn ich deswegen vielleicht immer sterbe, aber ist das scheißegal. Ist nie so eine volle Konzentration oder Ablenkung oder was auch immer. Aber das ist alles Geschmackssache.
Wow, die werden jetzt echt immer krasser. Ich will auch mal krasser werden hier. Durchquere die Katakomben von irgendwas. Ja, okay. Katakomben durchqueren klingt immer sehr interessant. Wieso war der Fluch nicht drauf? Ich habe mich doch geportet hier. Ja, IG3 war ultra stark. Mich hat aber trotzdem, wenn es jetzt vielleicht nicht so ein Vergleich ist, Starfield doch mehr abgeholt. Am Anfang war ich ja skeptisch und hab's irgendwie so ein bisschen auch gehatet leicht. Weil ich wollte ein komplettes Raumschiffspiel, so wie früher. Aber wenn du mal dann in die Story da einsteigst und da das so nimmst, wie es ist, da war das schon geil. Also, Survival-technisch. Ich mach's jetzt einfach mal in verschiedenen Genres aus. Es gab ja viele brillante Spiele. Im Souls-Genre, ich glaube, das gibt's, ist es halt einfach Elden Ring. Ungeschlagen, egal wie. Auch wenn ich das nie zu Ende gespielt habe. Ich schaue mir am liebsten nach IRL-Streams Elden Ring-Streams an. Ich liebe das, ich finde das gigantisch, auch wenn ich es halt nicht kann. Sag ich mal. Ja, Fantasy ist nichts für mich. Eher so Sci-Fi. Genau. Ich würde mir mal halt gern wünschen, so ein geiles Star Trek-Game. Nicht dieses MMO, das war sehr cringe. Ich habe ja da gespielt ein bisschen. Zumindest die Beta oder so. Und habe auch geschaut. So ein richtig geiles Star Trek-RPG. Wo du einfach dann bist, da irgend so ein scheiß Fähnchen musst dich hocharbeiten zum Captain. Das wäre halt ultra. Weil ich stehe ja schon bei jedem... Oh, ich tick runter. Ich bin ja schon bei jedem Raumschiffspiel, spreche ich ja schon so wie in Star Trek-Sprache. Aber ja, das war immer schon für mich X-Wing, TIE Fighter, Wing Commander. Das war gigantisch. Sowas halt heutzutage im RPG-Form oder so. Ich weiß nicht, wie das genau ist, aber es war für mich nicht das, was ich halt erhofft habe. Es war für mich einfach so eine Art WoW-Ersatz und das wollte ich und brauchte ich nicht. Weißt du? Was, worum ich ein bisschen Tränen habe in den Augen, muss ich sagen, hatte ich gestern erzählt, ich weiß nicht genau, ob jemand da war, das gehört hat. Ich habe Elion geschnitten. Das Spiel, was wir damals gespielt haben, Jero. Ich wollte dir schon einen Clip raus tun, weil du warst da auch im Chat. Und hast irgendwas gesagt, ich habe es vorgelesen. Es waren so viele Clips. Und das haben sie jetzt zugemacht und ich habe das Kampfsystem geliebt von der Mystikerin. Und das war so geil. Das war 10-mal besser als jeder WoW-Charakter. Dieses direkte Kämpfen im MMO. Es hat so ultra Spaß gemacht und ich hatte so richtig Bock beim Schneiden bekommen, das zu spielen. Aber es gibt's ja nicht mehr. Gibt's einfach nicht mehr. Dem heule ich schon so ein bisschen nach. Aber ich habe geschaut, Black Desert Online ist ja eigentlich genau das Gleiche. Sogar verbessert. Denn es war ja der Entwickler, Publisher, was auch immer. Und leider haben die Alien geschlossen. Das hat mir halt so Spaß gemacht. Besonders weil das nach dem WoW Rage Quit, den habe ich auch nochmal extra als ein Clip mir rausgeschnitten. Das Ende habe ich es genannt oder so. Und ich habe mir dann angeschaut ein Video. Play Black Desert Online 2024. Es ist genau das Kampfsystem, was ich möchte, aber es ist halt ultra komplex, was die verschiedenen Mechaniken angeht. Natürlich ist es grindlastig, was mir auch eigentlich egal ist, aber je mehr Grind, desto mehr kannst du halt kämpfen und boxen und aktives Kampfsystem. Es ist halt halbe Street Fighter. Oh, wieder so ein Elite hier.
Und es ist auch, wenn du die Items aufwertest, können sie auch kaputt gehen. Du hast mir auch egal. Ist Hauptsache, ich kann dieses Kämpfen nehmen, hä? Dieses Boxen, dieses aktive Kämpfen mit Fadenkreuz im MMO richtig kämpfen. So, nochmal den Golem hier beschwören. Was machen wir denn? Achso, durchqueren die Katakomben immer noch. Von Malekev, oder wie der heißt, Maleki, Lecki die Mecki. Lecki die Mecki hier. Ja, natürlich, ist alles eine Frage des Zeitaufwands mit Elden Ring und sowas. Ich sag genau wie. Du tryst und irgendwann klappt das dann. Ob das dann Skill ist, weiß ich nicht. Wenn du einen Boss 100 Mal tryst, oder nee, 500 Mal ist wenig. Sagen wir mal 500 Mal tryst und dann random schaffst, ist natürlich doof. Aber wenn du dich verbesserst und dann immer mehr dodgst, immer mehr hier lernst und dies, das machst, dann steigt ja der Skill mit jedem Trial. Und das finde ich halt geil. 720%? Achso, das wollte ich eh fragen. Ich kenne Diablo 3 halt und Diablo 4. Das sind meine einzigen Hack und Schlei, die ich kenne. Und da gibt es ja mal diesen komischen T-Sets, oder weißt du, wie die da heißen? Gibt es ja so Boni mit 20.000% mehr Schaden auf die und die Fähigkeit. Und dann ist dein Charakter einfach hier viel stärker. Dann frage ich mich, ob das hier auch ist in diesem Game. Ob das hier auch ist, ob sowas auch hier gibt. Es gibt auf jeden Fall Set-Teile, das habe ich gesehen in der Filterung. Aber wie viel die halt ausmachen, kann ich jetzt nicht sagen. Oh mein Gott, ich bin in einer Scheiße drin gestanden. Tickt der wieder? Hey, diese Würmer, ne? Wie ich wieder runter... Oh, wow, guck dir mich an, wie ich runter tick. Ah! Tot. Keine Chance. Ich hätte vielleicht wegblinken können oder so. Das gibt's nur in Diablo 3, okay. Ja, ich kenne halt nur das. Genau, ohne das war der Char useless. Ja, das fand ich halt so heftig. Du machst mit einer Fähigkeit, sagen wir mal, 100 Schaden und dann hast du auf diese Fähigkeit 20.000% mehr. Also, Digga, 20, also, was ist es dann? 202 Millionen Schaden auf einmal. Ich weiß nicht, wie viel 20.000% sind von 100. Einfach zwei Nullen dran. 200.000, 2 Millionen, ja. Dachte ich mir jetzt einfach so. Hast du denn gelesen von meinem wilden Projekt auf der Page hier? Was für eine Challenge ich hier mache? Synchri. Und die werde ich halt leider noch bis in den März extenden. Erweitern. Achso, gab es keine Sets? Ich weiß auch gar nicht, wie Diablo 2 oder so war. Weil einige sagen, dass das 2er viel besser als das 4er ist. Kann ich ja gar nicht hier komparieren. Habe ich ja gar keine Ahnung. Aber sagen halt manche, dass halt auch das, die Langzeitmotivation da viel besser war. Hydra-Bild. Ach, den, boah, den The Mage, ja, den kenne ich. Ja, ich habe halt da mit Mage gestartet, wo ich noch nichts wusste, noch kein Skill-Bild, nichts, einfach so auf der Xbox, glaube ich. Dann habe ich Season, also habe ich einfach mal durchgespielt, die Story, ne? Season 1 und 2 habe ich dann am PC gespielt und dann Season 23 wieder. Ja, dann glaube ich Ende oder noch irgendwas. Und erst ab Season 23 habe ich das erste Mal nach Guides gespielt.
Ah ja, okay, hast du die Sachen gecraftet. War das dann nicht so random? Konntest du dann mehr so predikten oder so mehr so planen? Hey, ich gehe jetzt nach A und B, farm das und dann habe ich das safe. Weil oft ist ja dieses random Ding. Deswegen habe ich ja gemeint, wollte ich da eigentlich erzählen, wegen, ich habe dann Barbar gespielt. Ab Season 23 mal oder auf 27, keine Ahnung welches. Und dann brauchte man ja die zwei Waffen. Und dann hatte ich immer nur die eine Waffe 10-mal bekommen, die zweite nicht. Weißt du, dann habe ich da tagelang diese eine Waffe gefarmt. Und dann habe ich die irgendwann bekommen, hatte ich auch keinen Bock mehr. Also ich hatte mehr gefarmt, die Sachen, und hatte dann keinen Spaß mehr, als ich sie hatte. Weil es einfach zu stressig war. Dieser scheiß RNG mir einfach auf die Nerven ging. Weil es existieren ja schon 3 Millionen Items in so einem Spiel. Ich möchte dann schon irgendwo reingehen und sagen, hier bekomme ich's. Die Chance muss nicht 100% sein, dass ich halt 2-3 Mal reingehen muss, aber nicht 100 Mal. Also dann kann ich auch WoW spielen und auf mein Biss-Items warten. In 100 Raids. Oh. Kleingötze. Die seltensten Runen, da bist du gekommen, genau dasselbe macht mit dem Run. Ja, ist ja gut, wenn man sie ungefähr weiß, wo man sie sucht, dann passt es ja. Ich habe irgendeine Götze bekommen hier. Aber das ist ja gar nicht für mich. Achso, erfordert 42, 50% mehr Trefferschaden, wenn du nur eine Singularität ausgerüstet hast. Wann werden diese scheiß Götzen denn freigeschaltet, Alter? Irgendwie sammle ich jetzt irgendwelche komischen Götzen und nichts passiert. Finde den Wegpunkt. Achso, der ist da oben. Habe ich die nicht aufgemacht? Jetzt gibt es da wieder Kisten. Und das finde ich auch geil, dass du ein extra Inventar hast für die Materialien. Das hat mich ja bei D4 schon ein bisschen gestört. Dass das Inventar beschissen sofort vollgekleistert war. Also das fand ich schon ultra nervig. Jede Kacke war in diesem dummen Inventar drin. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier anziehen soll. Wie, ich habe Götzenplatz freigestellt? Nee, ist doch hier nichts. Ist doch alles gelockt. Kann ich es einfach so reintun. Ach so, ja. Ich dachte, weil es hier so dunkel ist. Das ist alles dunkel und voller Schlösser. Ist das kein Schloss, das ist ein Schlüsselloch. Ja, habe ich gehört, mit Season 2 sollen die das gepatcht haben. Oder so, also wollten sie patchen oder mit Season... Warte mal. Ja, gell? Oder Season 3 erst? Also sie konnten auf jeden Fall in Season 2 nicht alles patchen. Ich glaube, es gibt noch Season 2, oder? Auf jeden Fall haben sie ewig gebraucht, um diese Items da so richtig zu sortieren. Achso, dann kann ich immer Götzen rein. Da müssen wir mal schauen. Ich hab einfach alle Götzen aufgehoben. Boah, ist ja krank, wie es bei dir ausschaut. Okay. Das Geile ist ja hier, dass wir den Chat im Discord haben, dass du auch Sachen posten kannst. Das ist ja auch lustig. Das kannst du ja in normalen anderen Chats nicht. Also direkt Bilder posten und so. Ja, so kleine Gimmicks gefallen ja den Leuten. So Easter Eggs und sowas. Ich muss ja sagen, ich kann mit dem jetzt nicht so viel anfangen. Das ist nicht meins. Das ist nett. Man kann einmal schmunzeln, aber das war's dann. Das ist einer der schönsten Easter Eggs, obwohl ich noch nie wirklich viele gefunden habe. Fand ich bei Dying Light 2. Den Entwicklerraum. Alter, das war richtig episch. Das war episch, sowas zu sehen.
Falls ihn jemand kennt. Was ist das hier? Ach, da oben. Okay, ich sehe es da, wo die Maus ist. Aha. Ja, apropos abspielen, Musik und sowas, gell? Du kannst doch bei Black Desert, nochmal zurückzukommen, da kannst du ja auch Harfe spielen, so eine Scheiße, und mehr Instrumente, da kannst du ganze Lieder kompilieren. Alter, wie krass. Das finde ich halt faszinierend. Das finde ich halt auch faszinierend. Wow, normale Gestalt auf einmal. Ja, das mögen die dem Spiel. Tausend Sachen am... Das mögen die dem Spiel. Ja, das habe ich gesehen, ja. Ich habe den Vergleich zu Guild Wars 2 auch gesehen. Auch mit dem Mount-Fliegen den Vergleich, wie das so ist und so. Mhm. Ich weiß, dass man in Black Desert, also BDO, aber wieder Unterhose quetscht, mein Schuppen, meine Eier, dass man sich durchs Harfe-Spielen geheilt hat, anstatt hinsetzen und essen, fand ich ja als WoW nur, hat man sich durchs Harfe-Spielen, glaube ich, geheilt oder so, oder Mana oder irgendwas. Das fand ich interessant. Aber ich würde da beim Messen will nicht auf die Idee kommen, irgendwas zu kompilieren oder so. Mir egal. Aber wenn es jemand macht, ist das toll. Wenn sich Leute da mit rumspielen können und die damit Spaß haben, gut. Finde ich gut. So haben die halt Fun. Für mich ist das nicht. Ich würde mir sowas vielleicht 10 Sekunden anhören. Hätte schon keinen Bock mehr, weil ich keine Geduld habe. Aber... Wenn die das wollen. Der kriegt keinen Schaden. Ah, jetzt kriegt er Schaden. Oh Scheiße, normale Gestalt, echt? Hat so ein. War der so One-Shot? Den gar nicht angreifen. Ich hätte direkt ins Tor gehen können eigentlich. Und da wird es mich auf jeden Fall noch 10-mal den Hals kosten, bis ich die Steuerung so intus habe. Der blockt ja alles. Block, wenn nicht aufgetaut. Oh mein Gott, was der für Damage macht. Oder was für wenig Schaden ich mache. Selbst wenn ich Haste habe. Jetzt habe ich ja Haste drauf gerade. Nochmal Haste. Oh mein Gott, dieses Gift hier. Scheiße, normale Gestalt. Bin verloren. Yo, ist alles One-Hit so in der normalen Gestalt. Ein bisschen Gold aufsammeln, klar, kann ich ja machen als Hobby nebenbei. Haste Buff hier rüber, komm. Boah, also was der jetzt ausgehalten hat. So eine Drecksau, hä? So eine Drecksau. Ganz Klavier oder was? Ach, das ist ein Red Dead. Jetzt sehe ich es erst. Okay. Ja, ist ganz süß. Ist ganz süß. Ist nett. Aber braucht man nicht unbedingt. Oh, das wirkt irgendwie so nach einem Bosskampf hier. Hier sind ist irgendwelche Scheiße. Hast du jemals ein Buch gelesen, Jero? Ich habe hier nur...
Ich habe immer nur weggeklickt, weil es mir egal war. Oh oh. Ich wollte eigentlich noch skillen, bevor ein Boss kommt. Ich habe noch ein paar Punkte. I. Ne S. Wow, 5 sogar hier. Ja, okay, komm. Dann skillen wir mal. Also, wir fangen hier mit dem an. Hier. Das hier. Und das hier. Ist das nur story-relevant, diese Bücher? So, oder ist das, kriegst du da irgendwelche Fähigkeiten? Schaltest irgendwas frei? Ich hab diese Scheiße nicht gelesen hier. Gar keinen Bock. Fangen wir an mit 5 Punkten hier. Yo. Wir waren hier, ne? Eins und zwei da rein. Eins und zwei da rein. Und dann hier alles, ne? Transplantation mit erhöhtem Zaubertempo und Abklingzeit und Wiederherstellungstempo. Okay, das ist geil. Kostet weniger LP. Passt. Und hier ist mehr Rüstung, oder? Halt 3 Punkte da rein. Habe ich gar nicht, oder? Ja, okay. 1, 2. Wenn du verwendest, erhältst du 4 Sekunden Knochenrüstung. Die Rüstung gewährt weniger Schaden. Passt. Dieser Effekt hat Abklingzeit von 10 Sekunden. Okay, was hat das Ding selbst? Abkühlung 4,5? Ist das Abklingzeitabkühlung? Das heißt echt Abkühlung. Ist das nicht Vollversion Release? War das nicht 5 Jahre? Im Early Access? Und die haben es nicht geschafft, Abklingzeit hinzuschreiben? Abkühlung? 5 Jahre Early Access? Und das heißt Schnittergestalt? Also. Weiß ja nicht. Weiß ja nicht. Ab. So, ab zur Schnittergestalt. Ich verstehe das nicht. Rüstung haben wir zuletzt 3-mal. Achso, wir müssen noch einmal. Und dann? Hier. Während der Schnittergestalt. Manchmal muss man ans Essen denken. Schnitte. Erhältst du einen zusätzlichen Nekrose und Giftwiderstand pro Punkt Intelligenz. Das ist gut. Mehr Poisonwiderstand. Okay. Dann gehen wir mal in die Sense selbst. Da sind wir jetzt. Wo? Hier. Da müssen wir 2-mal rein. Habe ich. Und dann? Hier. Legion of the Lich. Legion des Lichs. Diener haben erhöhte kritische Trefferchance, wenn du eine 4 Sekunden kritischen Treffer mit Ernte Land hast. Aber ich spiele ohne Diener bei dem Skill. Achso, ich muss vielleicht irgendwas skillen. Dann Knochenfluch. Ey, das ist ja im Arbeit hier. Knochenfluch 4-mal Sense habe ich. Und dann 1-mal das da oben. Was ist das? Frostbeulen. Frostbeulen. Knochenfluch hat eine Chance unter Kühlung. Das ist gut. Okay, jetzt glaube ich, bin ich durch mit der Skillung. Wirst ja verrückt hier. Aber ich glaube, das ist bald ein Bosskampf hier. Okay, jetzt muss ich mit dem sprechen. Befürchte, jetzt wird's wild. Ja, bla bla, aber das hab ich nicht. Oh, Szenerie. Harder. Wir lesen uns nichts durch, aber die Videos lassen wir kurz laufen. Wenn wir AFK gehen. Just in time. Looks like we've got company. Anyway, off you go. Good
Na nun, geht schon. Okay, ich mach wieder leiser. Ah, die Quest fertig. Okay, ich dachte, jetzt kommt ein epischer Bossfight oder irgend sowas. Ganz ruhig, kein Grund zur Sorge. Ja, finde ich auch, ja. Passt. Oh Gott, es kann immer noch passieren. Oh mein Gott, es kann immer noch passieren. Wait. Ich bin hier fremd im Gebiet. Will not take me. Ich muss schon wieder leveln? Ich hab doch eben erst, oder? Aber was für ein Level habe ich ausgerechnet? 8 Level noch? Ich war 35, 43, glaube ich, kann ich dann das gar. Ach, Götzen auch noch vergeben. Stimmt, wurde ich ja gerade darauf hingewiesen. Dass ich meine Götze reintun soll. Wir waren ja gerade so in einer schönen Stadt. Yo, was sind das wieder steinhart, die Leute? Ich hab halt alle Götzen in der Dosch. Kann man die Götzen einfach rein und raus tun, ohne irgendwelche Kosten zu haben? Okay. Rostlande. Lecker. Betritt die unteren Abwasserkanäle. Wie viele Kapitel gibt es denn? Ich bin Kapitel 6. Ich meine, das Gute ist, ich krieg so gar nichts mit von der Story, was echt geil ist. Ich muss sagen, ich hab mich für die Aufnahme oder so immer so, ja, lies vor, bla, blub, bleib stehen, da. Ich hab überhaupt keinen Bock auf sowas, ich werde nie wieder irgendwas vorlesen oder so. Nur wenn ich wirklich Lust drauf habe. Kannst vergessen, wenn irgendwie irgendeine Scheiße lesen oder so. In Starfield hat Spaß gemacht, weil die haben ja Englisch. Haben die Englisch gesprochen? Deutscher Titel, ich weiß, die haben Deutsch gesprochen. Da habe ich nur so kommentiert. War lustig. Oder in Baldur's Gate war das so. Aber eigentlich. Gar keinen Bock drauf. So, in welcher Epoche sind wir denn jetzt? Ja, Altertum, geil, ich mag das. Dinos. Betritt die unteren Abwasserkanäle. Achso. Naja. Achso, ich hätte gar nicht in die Zeit gehen müssen, aber ich. Letztes Mal, als ich nicht in die Zeit gegangen bin, habe ich dann eine Quest verpasst. Wollte schon sagen, zumindest one-shottet der mich nicht, aber sieht schon gut danach aus, wenn der mich beißt hier. Aber wie soll ich denn nachher überleben ohne den Golem? Ach, den kann man aufmachen? Ich dachte, das wäre nur von außen so ein Ding. Okay, das ist ja geil, das Foto. Achso, den kann man aufmachen. Oh, wusste ich nicht, das ist geil. Ich dachte, es wäre nur so ein Gehäuse von außen. Ist ja geil mit Grafikkarte, mit Lüfter, mit allem. Ist lustig. Einfach geil lesen, da steht sicher drin, wie man den später spielt. So, ja, mit dem Spiel ist nicht so schlimm. Ich meine, zu irgendwelchen Locations gehen. Also Spiel ist glaube ich, nicht so wild. Du tust den Fluch drauf, dann hast du mit der Sense doppelten Schaden, du tust Hitporten, dann hast du halt mehr Attack Speed. Du behältst die Schnittergestalt, solange es geht, deswegen tust du halt auch so oft wie möglich hauen oder Heiltrank. Das habe ich mir halt jetzt so zusammengebastelt und habe überflogen, wie man das spielt. Und die andere Fähigkeit, die macht mich irgendwie, schützt mich irgendwie, immun gegen Sachen. Und werde ich auch noch schauen. Ja, aufs Überleben, genau. Mit der anderen Fähigkeit. Genau, das wollte ich ja erzählen. Habe ich auch so gemeint.
Weil die andere Fähigkeit steht immer da bei den Guide, ist halt essentiell für den Bild, denn die schützt dich halt. Ich glaube, das ist vielleicht sogar so eine Art Barriere wie bei dem Barbar, ne? Bei dem Barbar ist es ja so, dass du ohne diese eine Fähigkeit ja auch nicht überlebst. Also da hast du auch so eine Art Schild oder so. Jo, mach das. Gönn dir. Ich muss hier, glaube ich, gar nicht lang gehen. Ja, und so ausbauen ist cool, ja. Ist das alles selbst 3D gedruckt? Okay, ich glaube, ich habe dann die Welt gesehen. Hier ist halt kein Specialing. Aber ich habe einen Port. Ich habe einen Portstand. Kann ich wieder zurück in die Rosslande. Okay, ist richtig detailliert. Wahnsinn. Ich dachte, da klatscht einfach ein Gehäuse hin, dann kann man sich das vorstellen, so theoretisch. Hey, da ist ein Gehäuse und das könnte ein PC sein. Wieso sind die eigentlich nicht ge... Wir haben da eigentlich keinen Debuff. Noch gerade hin. Hast du das ja nicht gespawnt durch die, oder? Schätze ich mal. Ja, müssen wir mal machen. Ist gut, dass dieser eine Spell noch Buffs hat, hey. Der Port-Spell. Das ist schon krass gemacht. Ja, ist ja gut. Chill. Kommt so ein Viech hier hin. Wow. Das hat reingehauen. Dreht sich immer zu mir. Jo, jetzt normale Gestalt. Ein Schlag weg. Okay. Da ist es umgefallen. Ich muss ja nach oben hier. Das? Knochenrüstung? Ich glaube, ich hatte schon mal ein Spiel gehört, wo es die Knochenrüstung gibt, aber ich kann mich auch täuschen. Stimmt, neu, Kapi. Hier ein Schrein. Das ist so ein besonderer Hummer, den Schrein. Gibt's Buff? Bevor wir den hier angreifen, ne? Nur laufen ist das. Ja, okay. Weglaufen. Ja, ist auch nicht schlecht. Nee, Splitter. Könnt ihr euch jemals vorstellen, dass ich das Spiel noch mit einem anderen Charakter spiele, um zu sehen, wie der ist? Ich gewöhne mich dann so krass dran, wenn ich nichts anderes mehr will, aber... Sonst würde mich interessieren, wie so ein anderer Charakter eigentlich spielt. Aber nur Short Story. Also sprich, wenn ich das Item ergattern sollte, wo man noch ein, wo der nächste Charakter eine verkürzte Story hat, würde ich das mal tryen. Geschwindigkeit ist nicht zu verachten, die man kriegt hier bei diesem Board hier. Ja, so eine Elite. Hier ist in die andere Dinger, machen wir hier noch ein paar. Oh, das darf ich sogar nehmen.
Ich hab die Götzen wieder vergessen. Ach so, jetzt check ich's erst. Das Schwarze hier komplett ist frei und das Äußere ist nicht frei. So, und ich dachte, das ist alles locked. Ja, ich verstehe. I see. Bla, ja, pass auf dich auf, gut. Wie sich mal alle verpissen. Gehen wir mal kurz in die Stadt. Ja, erzähl mal halt was. Erzähl mal was von deiner Geschichte. Mal kurz schauen, brauche ich von irgendwas aus, welcher